Herzlich willkommen hier zu Pfingsten bei diesem Traumwetter. Mein Name ist Maria Bela, ich bin Medium und Lichtcoach. Und die geistige Welt hat sich bei mir gemeldet, dass sie heute eine Durchsage machen will. Und wir schauen mal, was da kommt und wer sich da meldet. Ich werde mich mal verbinden. Moment. Sei gegrüßt. Es ist wichtig, dass du dir klar machst, den Genuss deines Lebens mehr zu leben. Du bist so leicht abgelenkt im Außen, dass du dich selbst vergisst. Du selbst bist es aber, um das sich dein Leben dreht, um das, was dein Leben ausmacht. Wenn du im Außen abgelenkt wirst, lebst du nicht wirklich, sondern du wirst gelebt. Du lebst das Leben von anderen, du konzentrierst dich auf Dinge im Außen, aber nicht auf dich, und dann wunderst du dich, dass dein Leben nicht so ist, wie du es haben willst, wie es dir gefallen würde, was für dich ein Traum ist und auch ein Traum bleibt, wenn du es nicht änderst in dir. Es ist so wichtig, sich bewusst zu machen, dass du dein Leben in der Hand hast, nicht jemand anders im Außen oder irgendjemand von oben. Du allein. Du allein bestimmst dein Leben, und darum geht es jetzt, dass du es lernst und dir bewusst wirst. Und da gibt es auch keine Ausrede mehr und keine Entschuldigung. Ich kann nicht oder ich will nicht und das stimmt nicht und ich glaube es nicht. Mach es einfach, tu es einfach. Lerne dein Leben zu kreieren, lerne bewusst zu leben. Werde dir selbst bewusst, fange an, dich zu beobachten. Werde deiner gewahr. Gehe in die Wahrnehmung von dir. Der Kampf, der im Außen stattfindet, findet auch in dir statt. Das ist der Kampf des Herzens gegen Egon und Verstand, gegen die Unendlichkeit, gegen das Begrenztsein. Außen ist immer ein Spiegelbild für dich, wie du ja weißt. Aber dieser Kampf, der in dir stattfindet jetzt, zur Zeit, mit diesen Energien, ist etwas sehr, sehr Positives. Denn du wirst dir immer mehr, jeden Tag ein bisschen mehr bewusst, dass dein Herz es ist, was dein Leben regelt und wofür es auch gedacht ist. Nicht der Ego und der Verstand, nicht die brauchen die Macht, sondern dein Herz für dein Leben, denn ansonsten wird es sich nicht ändern. Und diesen Kampf gilt es zu beenden in dir. Es gilt, dass du Vertrauen findest in dein Herz, dass du deinem Herzen glaubst und nicht dem Verstand und dem Ego, der so unglaublich begrenzt ist. Dieses wird vergehen. Dein Herz wird die Führung übernehmen, und je schneller du dir dich damit vertraut machst, je schneller dir bewusst wird, dass das der einzigste Weg ist zu leben, wirklich zu leben. Denn im Moment lebst du nicht wirklich. Du lebst aus dem Verstand, aus der Begrenztheit, aus dem Mangel, wenn du so willst. Wenn du aus dem Herzen lebst, ist es dein Leben aus der Fülle in allen Bereichen. Denn nur aus dem Herzen kann Fülle entstehen, niemals aus dem Verstand und dem Egon. Der ist jetzt in der kommenden Zeit sehr, sehr kurzlebig, falls es funktioniert, da es nicht mehr unterstützt wird, sondern nur die neue Art des Lebens aus dem Herzen zu leben, ist die Sache, die für dich zählt. Also fang lieber gleich an und ändere dein Leben. Beobachte dich. Wie gesagt, werde deiner bewusst, werde deiner gewahr, werde deiner Möglichkeiten gewahr.
Löse die Begrenztheit der Materie, indem du kreierst aus der Unendlichkeit, die du bist. Die Energie, die du in Wirklichkeit bist, ist unendlich. Erschaffungsmäßig kannst du alles erschaffen, was immer du willst, aus der Unendlichkeit. Aber nur mit dem Herzen, mit der Liebe, denn das ist der Motor für das, was du erschaffst oder kreierst. Und Mangel ist etwas, was aus dem Kopf und dem Verstand entsteht oder aus alten Verletzungen, die in dein Leben passiert sind oder die du übernommen hast. Diese alten Resonanzmuster gilt es auch zu verabschieden, da sie dich nur aufhalten und auch verhindern oder unglaublich verlangsamen, dass du in eine hohe Energie kommst, die du zum Kreieren brauchst in der neuen Zeit. Denn du bist die neue Zeit, du allein. Niemand sonst. In dir findet es statt, in deinem Inneren. So beende den Kampf in dir. Folge dem Herzen. Bitte um Hilfe, wenn du Hilfe brauchst. Wir sind immer zu deiner Seite. Wir stehen immer zur Verfügung. Wir sind immer für dich da. Nur musst du uns bitten. Und wir werden dir Unterstützung gewähren, denn es gibt auch jetzt einige Energieerhöhungen bei dir selbst, die du merken wirst. Vielleicht dadurch, dass du Dinge anders siehst, anders wahrnimmst, plötzlich bewusster wirst oder mehr spürst, wie ist ein Mensch, der dir gegenübersteht. Das alles ist sehr hilfreich für deine Zukunft, für dein Leben, was dir bevorsteht, was schön wird, was dir gefallen wird. Sei dir bewusst, wer du bist, Unendlichkeit. Lebe wohl. Bis zum nächsten Mal. Sei gesegnet. Was für eine starke Energie. Es kommt gerade, dass es Erzengel Michael war. Und dass man diesen Kampf in sich beenden soll, ist ja sehr, sehr wichtig. Denn solange du in dir kämpfst, wird es ja auch im Außen keinen Frieden geben, da ja alles immer bei dir anfängt. Also ist es ganz, ganz wichtig, dass du dir dessen bewusst wirst, dass du für deinen Frieden verantwortlich bist und nicht mehr auf das hörst, was dir draußen erzählt wird. Oder zumindest hinterfragst, ob das alles so richtig ist, ob es die Wahrheit ist. Und deine innere Wahrheit findest du, wenn du auf dich schaust, wenn du dir bewusst wirst, aus dem Herzen zu leben. Bis zum nächsten Mal. Hab wunderschöne Pfingsten und genieße diese herrliche Zeit und werde dir deiner bewusst. Alles Liebe.